Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Metronom-Battle-Turnier. Und zwar habt ihr es euch gewünscht, wir machen es natürlich wieder Champs gegeneinander. Und wir haben heute Lauro gegen Blau, die zwei von acht Champs sind, die eine Vorrunde bestreiten müssen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal 4 Vorrundenkämpfe, davon setzen sich 4 dann durch. Die spielen dann in der richtigen K.O.-Runde gegen die weiteren 4 Champs. Bei Blocky läuft das Ganze auch auf dem Kanal, deswegen schaut da unbedingt auch vorbei. Und ihr habt natürlich wieder eine Aufgabe. Schreibt gerne in die Kommentare, seid ihr Team Lauro oder seid ihr Team Blau? Ich bin auf jeden Fall Team Blau, weil Lauro ist schon echt... Niemand jemals schreibt Team Lauro, Alter. Hä, safe, oder? Es gibt doch safe so irgendwie ein paar Lauro-Fanboys. Ich weiß ja nicht. Was habe ich denn hier eigentlich? Ja, ich hab ja krasse Terras sogar, ey. Memo. Ja, dann gehen wir mal rein, ne, in die Masse. Terra-Kristallisierung. Ach, jetzt straight schon? Ich dachte, du machst erstmal so Foreshadowing und ziehst dann so später durch. Nee, ich zieh direkt durch. Okay. Mir ist alles was egal. Was für ein Horn eigentlich? Wer bist du? Ich bin Blau. Der hat nicht Kanto-Pokémon. Ja, 1-2. Okay. Mir gefällt übrigens gar nicht, dass da ein fucking Rihornio steht. Wenn da eine Gesteinsattacke kommt, war es das. Aber ja, das chillig. Ist auch guter Schaden. Das ist ja mega chillig direkt. Hätte ich mal nicht geterrat, Alter. Ey, jetzt noch so eine Split-Elektro-Attacke würde ich auch fühlen. Ja, hier liegst du zurück, Alter. So. Ja, das ging dafür, dass es ein Stab war. Ja. 5 gegen Willi. Aurasphäre ist, glaube ich, in Ordnung. Hier schickt aber auch jeder so seinen Strahl hin und her. Ne? Ja, jetzt hier, drück ich meinen Strahl noch rein. Ich hab so Angst. Oh, guck dir den Strahl an. Das weiß ich jetzt gar nicht, Alter. Naja. Aber Ausweichwert sinkt stark, nehme ich mit, für die Steinkanten gleich. Ja, also gerade so für Gesteinsattacken ist das schon nicht schlecht, aber ich sag, für Siegeswille ist es auch nicht so schlecht. Das finde ich dodge wieder. Ja, na klar, Schluckrau, na klar, na klar. Ja, na, wir müssen ja hier ein bisschen reintryharden, oder was? Na klar. Ach ja, ich sag ehrlich, du musst ja einmal aussetzen, du Troll. Ja, aber ich sag ehrlich, ein Steinhagel von dir auf Willi, Alter. Wäre das auf Dings gegangen, hättest du getroffen. Ja, mein Fehlschlagschutz, let's go! Digga, hier triggert so viel schon wieder, ne? Die sind echt gepreppt, die Champs. Ich bin so schnell jetzt. Die sind nicht ohne Grund Champ. Ja, nochmal! Hallo, hören Sie mal auf! Bam! Ey, das war meine Wincon! Das ist okay für mich. Wie kann das überhaupt killen? Der hat keinen Spezialangriff. Naja, aber Stab, doch, der Spezialangriff ist mittelmäßig bis schlecht. Aber mit Stab und einem 150er-Move passt es schon. Ach, ich kann das einfach nicht akzeptieren. Naja, Coco Jumbo. Ich finde aber geil, dass das so die schlechteste Terra des Jahrhunderts war für dich. Ja, absolut. Schade. Jetzt einfach schön resistet. Ja, kann ja keiner wissen. Ich wollte meine vielfältigen, mannigfaltigen Vierfachschwächen umgehen. Niedertracht! Niedertracht! Angriff sinkt. Also, warum ist Niedertracht eigentlich so ein cooles Wort? Weiß ich nicht. Was ist das? Ja, meine Dings. Die Roselbeere. Na klar. Wenn du mich nicht physisch touchst, sollst du wenigstens speziell Schaden bekommen. Alter, toxic. Junge, halt's Maul. Oh mein Gott, das ist so gemein, das ist Mist. Garadosenfleisch. Ey, so ein Biest. Coco Jumbo. Coco Jumbo Kreuzdonner. Aua. Let's go. Aber Willi tankt. Ja, Willi ist auch ein Biest. Muss man ihm lassen. 5 gegen. Muss man ihm lassen. Warum ist das eigentlich nicht Sir Henry an der Stelle? Nö, wir können ja nicht immer Sir Henry dabei haben. So, jetzt Burn. Please, no Flammkörper. Jetzt Death Burn. Nehme ich sehr gerne mit, jawohl. Alter, das ist feine so Sache, das. Florakur? Komm auf. Ah, okay. Ja, auf Coco Jumbo. Sei glücklich. Auf Garadosenbier hätte ich genommen, Alter. Hätte ich gefühlt, Alter. Sei ein Blattwerk stark. Wow. Jetzt nochmal, oder? Jetzt nochmal Florakur. Erstmal kommt jetzt meine Akibeere. Nee. Es wird eine wilde Threat. Ich bin gepreppt. Oh. Oh, du hast reiche Ernte. Yes, sir. Und, ich dachte, das ist leider sehr, sehr strong. Ich hoffe, du kriegst einen Burn. Nö. Wäre nur fair. Wäre doch schon längst gekommen, oder nicht? Aber ich sag Letalwirbler, weiß ich nicht, kein Plan, Alter. Letalwirbler übel wack, aber ich sag lieber auf die beiden angedamagten Monster, als auf die beiden, die noch fit in the back sind, so, weißt du? Die noch in meinem Rucksack stecken. Zudem Willi sowieso fast tot war und jetzt einfach weg ist. Richtig, und die Vergiftung damit auch wieder deleted. Ja, nice, hallo. Ist schon strong, muss man sagen. Reiche Ernte will. Dementsprechend werde ich nicht in meinen physischen Angreifer gehen, sondern Tachi. Tachi. Tachi, Tachi. Tachi, Tachi. Der ist ein süßer Boy, den mag ich. Ja, ne? Ja. Der hat auch ein geiles Typing.
Denn wir disrespecten natürlich immer wieder gerne einige Terra-Typings. Nee. Und Tachi-Tachi geht gerne auf Tuchfühlung und hat aber kalte Hände. ist immer unangenehm mit dem, so weißt du? Sehe ich den Punkt. Ich habe generell so ein bisschen sexual unangenehmes Theme hier mit Lauro. Na gut. Frag mich nicht warum. Na gut, okay. Ich hinterfrag das auch gar nicht. Nö. Amnesie! Alter! Amnesie! Wo ist mein Kopierfreund, wenn ich es brauche? Komisch. Bist du komisch jetzt? Ich hab echt ein bisschen Angst, ne? Sollte schlimm ist easy tankbar jetzt. Boah. Free. Ich glaube, wäre sie auch vorher schon gewesen. Das kann gut durchaus sein. Nein! Mein Speedboost! Ah ne, es macht Angriff. Hä? Daunenreigen kennt man ja wohl. Daunenreigen kennt man ja Mach wohl. Dich raus hier aus meinem Metronom-Battle. Kennt man ja wohl. Was soll denn das? Aber du bist gerade ein bisschen am Drücker. Ich mag das nicht. Am Drucker. Oh, nochmal Aero, hey. Alter. Fühle. Gott sei Dank bist du minus 2 gewesen. Fühle doch nicht. Können wir jetzt noch was Cooles machen zum Abschluss? Giftstreich! Ja, Vergiftung? Nö. Du hast echt Luck, ne? Jetzt aber mal. Nö, ich hab einfach Tarnumhang. Oh, ja, aber dann hast du trotzdem Luck. Burn jetzt aber, komm! Nein! Digga! Ich hab Boxhandschuhe. Warum? Boxhandschuhe. Du hast dreimal keinen Burn bekommen und mit Giftstreich auch keine Vergiftung. Jetzt reicht's. Ja, aber dreimal 30% sind auch nicht 100%. Tanon! Alles fair. Oh, aua. Ja, ist halt touchy, ne? Boah, hätte ich mal Zitrobeere gespielt noch. Und den Griffelmeister haben wir noch. Der Griffelmeister. Meister. Der hat einen Meistergriff? Was hat denn der für brokene Mons? Ja, also seine Standard-Pokémon, die der so verwendet, in Schwarz und Weiß, die existieren alle nicht im Game. Okay. Aua. Aber er hat tatsächlich generell über die Generationen und in den verschiedensten Turnieren und so doch nochmal interessanten Shit gespielt. Unter anderem Meistergriff. Na, nicer Typ, Digga. Ja. Und jetzt müssen die beiden jetzt aber auch mal wirklich carryen hier. Simsala und Machomai der Neuzeit. Kreuzdonner erstmal eine Runde. Auf Coco Jumbo, stark. Gönn dir deinen Verteidigungsboost. Ja, gönn ich mir sehr, sehr gern. Nom. Muss ich aber sagen, Akibeere respektiere ich. Lecker. Finde ich in Ordnung. Das ist schön. Cool. Den trackst du nie wieder. Lizard. Nö. Erdcrafticus. Weiß ich aber jetzt nicht. Aber gerade Dosenfleisch. Alter, es sieht direkt wieder die Geile. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, ne? Lauro kann auch gut rausfliegen. Ja, to be honest, ist das richtig. Das ist nicht so schlimm. Aber mal sehen. Vielleicht schaffen wir es noch. Ja, also ich habe ja dann auch nur noch einen Mon in the Bag, ne? Also ist ja nicht mehr so viel zu breaken. Richtig, irgendwie. Aber meine machen jetzt auch nicht sonderlich viel so, ne? Ja, aber kann sich ja mit jedem Turn ändern. Richtig, da muss nur ein Blizzard kommen und das war's für dich. Ja. Das killt dann bis zum letzten Mon durch. Schattenstoß nehme ich mit. Auch den Death Boost nehme ich direkt nochmal mit. Mhm. Lecker. Aber ich sag ehrlich, dafür, dass du auf plus 2 warst und Coco, weil du eine gute physische Death hast und ich bin fucking Zytomega, war das guter Schaden. Hat Zytomega so einen schlechten Angriff? Ich glaube gar nicht. Boah, klar, oder? Eis haben wir auch cool. Aufs Falsche, aber nehmen wir. Ja, nehmen wir echt. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, ich würde lieber Gyarados da stehen lassen und links eliminieren erstmal. In aller Ruhe, weil der ist auf minus 2. Das ist verkraftbar. Sehe ich den Punkt. Aber jetzt kommt ein Nebelball. Und der ist speziell. Aua. Ja, und das macht schon ganz guten Schaden, sage ich mal. Jetzt reicht's aber. Und jetzt kommt noch Coco Jumbo und ballert ich noch echt gemein, dass du hinterher. Richtig und wichtig. Oh, triggert deine Bäre jetzt weniger? Nee, ne? Ich glaube, Sonne erhöht auf 100%. Ja, genau. Aber ich glaube, es senkt nicht. Ich finde es aber ultra gemein, dass du Nebelfeld aufsetzt, weil ich Adrenalin habe. Oh, ich bin zu heiß worden? Nö. Nö, einfach nur. Das ist lecker im Regen. Einfach nur Adrenalin. Na gut. In der Hoffnung, dass ich halt irgendwann meine Statusveränderung. Ja, nö, sehe ich den Punkt. Dann knüll ich richtig. True. Ich habe richtig Hunger auf Döner gerade. Boah, oh Mann! Warum? Aber es gibt keinen Döner heute, weil Essen ist schon gemacht. Das ist so gemein. Was? AK manchmal? Ja. AK nie. AK manchmal, okay. Ja. Krass, dass das da reinpasst. Ja. Der Name. Auf den Buchstaben genau. Sieht so aus, als hätte der 12 Buchstaben zu viel. Oha! Okay. Den nehme ich lecker, schmecker, fein und rund mit, Alter. Glaube ich dir. Mhm. Und jetzt stirbt irgendwas an Feuerpeitsche. Im Regen ist blöd jetzt.
Boah, aber du senkst auch einen Wert nach dem anderen, ne? Erst Init, dann Spezialangriff, jetzt Verteidigung. Ja, Meisterkraft hat gar keinen Bock auf irgendwas. Ja, aber zumindest ist dein Angriff noch da. Das ist, das ist ja funny. So gemein. Das ist ja ultra funny im Regen. Oh, das hört nach der ersten schon auf. Das macht richtig viel Schaden. Mindestens 50% obendrauf nochmal. Mindestens. Ja, ziemlich genau. Ja, ziemlich genau. Dass das den Sub gebrackt hat, das ist schon frech genug. Aber gerade so. Aber ich sag, der hat echt keinen beschissenen Angriff, glaube ich. Oh, der hat halt Live-Orb so, ne? Und Regen. Dementsprechend geht das ganz gut. Und Schattenfresser noch hinterher, joa. Also wir sind alle sehr traurig, wenn Blau hier rausfliegen sollte. Boah, aber der war ja auch schon würde ich jetzt nicht sagen. Ich mag Blau auch nicht besonders. Echt nicht? Aber Lauro ist schon weg, ja. Der hat sein Radikal verloren. Mir doch egal, was der verloren hat. Oh. So ein Idiot! Spannend. Komm schon, Griffelmeister. Hol dir gleich den nächsten Kill. Drei Kills für dich. Igelsam war ganz schön schwach. Ich fand die stark. Nee, schon schwach. Ich fand die stark. Schon schwach. So, Gift Team, lecker. Ja, nehme ich free, nehme ich nicht. Gute Meinung. Aber leider hatte deine WGC-Erfahrung da einen Scheiß mit, wa? Du warst auf plus 1, wegen Wachstum so, ne? Richtig. Oh, jetzt ist aber unangenehm, weil du bist wieder schneller. Außer ich Flinklaue nochmal. Ich bin schneller und ich drücke Turbofelsen. Stark. Das ist okay für mich. Aber du warst wirklich eindeutig schneller. Yep. Und jetzt kommt nur ein Feuersturm, der misst. Sehr richtig und wichtig. Boah, da hätte mich der Schaden echt interessiert auf minus 1 im Regen. Aber sehr effektiv, nicht geboostet. Boah. Das wäre interessant geworden, glaube ich. Ich glaube, so scheiße ist Krokowai auch nicht. The next 3. Griffelmeister. Und es kommt Zauberschein. Zauberschein. Ich sag, Feuersturm hätte auch nicht gekillt. Nee, ich vermute auch nicht. Aber Chip ist Chap. Clown-Wetzer. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich sag, der Genauigkeitsboost ist schon geil. Ja, aber... Ja, und du greifst ja jetzt nochmal an. Ja, aber Flinklaue. Außer die Flinklaue, gell? Ja, nee. Ist aber ein episches Duell gerade. Jawohl! Tschüss! Boah, ich beginne mit Hyperstrahl, du beendest mit Gigastoß. Blau gewinnt, ich glaube, ich kann damit leben. Ja, müssen wir jetzt, ne? Ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, dann lasst ein Abo da. Tschüss! Tschüss!